2, 1. Was geht YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute LS15 auf der Map Ackendorf zusammen mit dem McManus und den Sachsen-Let's Player. Hi Leute! Wo war das ab? Hi. Ist jetzt weg. Ah ja. Meins ein bisschen innovativ, ja. Ja, man muss da auch mal was ändern, ne? Ja. Ist klar, einfach mal ein Wort weglassen, ne? Schalten wir komplett neue Anmoderation. So, jetzt fahren wir erstmal hoch zum Kraftwerk, bringen da die Pellets hin und dann läuft die Brauerei schon rund. Läuft die denn schon? Dann läuft die, alles dann da. Nur noch Strom. Da wird hier komplett Mais angesät, Alter, ohne Mist. Also kann man vorspielen, nicht Deutsch? Ach so, ja, jetzt könnte man das theoretisch machen. Sehr schön. Oh, da kann ich den Mais direkt ernten, das ist ja noch geiler. Was wollen wir machen? Ernten und Hexen oder? Ich habe gerade einen Drescher hier an der Mache und ernte gerade die anderen Felder. Also könntest du theoretisch Hexen klingen. Dann tun wir das halbe Feld Hexen und das die andere Hälfte ernten oder wie? Kannst du machen. Ich bin hier gerade noch mit Raps beschäftigt. Das Wasser! Lol. Was? Okay. Nix, alles gut. Och. Dicken, ey. 4, 8, 12, 16. Keine Ahnung, 19, was ich hier gerade mache. 28. 32, 36, 37. 38 Paletten Holzpellets stehen hier oben und ich hole die vom scheiß Pelletwerk ab, ey. Wo stehen die? Hier oben beim Pellet, Kraftwerk. Das muss ich erstmal. Auch gerade. Ja, kannst du mal gucken. Wasserwerk, Kompostanlage, Flüssigdüngerfabrik, Lebensmittel. Ah, hier, Brauerei. Oje. Was mit Drehschemel? So. Was gibt's Neues? Ihr Mongos. Hi, Mausi. Hi. Grüß dich. Reicht das eben? Sagst du meiner Geliebten und deiner Frau schöne Grüße? Ja, ich werde es durchaus haben. Wo steht der Häcksler unten am Hof? Na, Hof 2, oder? Ja, kannst du ja mal durchswitchen, aber Schleppe, der darf zu einem zweiten Hof stehen. Die Waschanlage da unten haben wir die schon freigeschaltet, ja, ne? Ja. Die ist schon frei. Das ist noch das Problem. Was war denn da in den Trennen? War doch hier komplett falsch, was mache ich denn? Das weiß ich nicht. Ja gut, das eine ist hier, dass der Beef, den es interessiert gehen. Ja, eigentlich gerade so weltbewegend, das würde jetzt sagen können, das geht mal wieder ab, eigentlich nicht. Ah ja doch, jetzt was habe ich immer, das ist eigentlich noch ganz kurz, ne, unser Simon Desiu kennt ja jeder, unser Miami Beach Boy. Der hat eine neue Challenge hochgeladen, ist ja momentan ne, so baden in sämtlichen Lebensmitteln, ja, aber er hat auf. Jetzt die Revolution geschafft, er hat jetzt 100 Flaschen Schuhcreme sich ins Gesicht geschmiert. Das halt mal so aussieht wie so Richard. Hat er gemacht, ja, ganz klar. Und das ist aber jetzt nichts mehr Bewegendes. Ne? Idiot, der hat sich halt Schuhcreme in die Fresse schmiert. Ne? Früher würde man sagen, der hat eine Macke. Heute ist es cool. Und ja, aber YouTube hat eine neue Funktion angekündigt, bei der du dich jetzt bewerben kannst. Und das Ganze nennt sich neben YouTube Gaming und YouTube Red gibt es jetzt YouTube Heroes. Oh, ich möchte auch ein Hero sein. Kannst du dich damit deinen Kanal bewerben, das ist kein Problem. Steht jedem frei. YouTube Heroes ist ein neues System, wo mal auf ganz simpel runtergebrochen YouTube seine Administration bzw. seine Kontrolle über YouTube-Inhalte auf die Community auslagern möchte. Also sprich, als YouTube Hero kannst du oder bist du verantwortlich, je nachdem, wenn du angenommen worden bist, unangemessene Inhalte zu melden und Leuten auf YouTube zu helfen. Es gibt in mehreren Stufen, Stufe 1 bis Stufe 5, du sammelst da Punkte, das läuft nach so einem Punktesystem
und bekommst da Punkte für diverse Tätigkeiten, sprich Videos melden mit unangemessenem Inhalt, wenn das stimmt, kriegst du Punkte dafür. Im YouTube-Forum, ich weiß gar nicht, dass es gibt. Weil es einfach fürs Video sind, gut ist. wenn sie berechtigt sind, kriegst du dafür Punkte. Wenn du im YouTube-Forum halt Antworten tust, dann ist es halt die richtige Antwort und blablabla bla bla, ist die beste Antwort, kriegst du 3 Punkte dafür. Hat man die Möglichkeit zwischen A, B und C zu wählen bei der Antwort? Also ja. Nein. Na, dann mach ich das nicht. Das ist also im Endeffekt Support halt. Und je nachdem, wie höher du in die Stufen aufsteigst, Stufe 1 hast du halt Zugriff auf das Dashboard, blablabla, bla bla, ab Stufe 2 kriegst du dann, kannst du teilnehmen an irgendwelchen Workshops etc. pp. Stufe 3 kannst du dann über ein gewisses... Das ist immer gut, im Workshop erst danach zu machen. Naja, dann kriegst du bei Stufe 3 kriegst du ein Tool, wo du massenhaft Videos flaggen kannst. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du dann so eine Art Playlist, das ist so ein Fenster, wo laufend Videos drin sind, die halt gemeldet worden sind. Die musst du dir halt angucken, musst dann entscheiden, ja, ist es Inhalt, der gegen Nutzungsbedingungen verstößt oder halt nicht. Ja, die klickst du halt an. Die klickst du halt an und schickst die und schickst du halt ab. Ja. Und so weiter und so fort. Ne, sowas wie Overwatch. Risi, kannst du den Traktor vielleicht mal durch die Waschanlage schicken, bevor du das hier wieder abstellst? Mann, ey. Sowas wie bei Counter-Strike, bei Overwatch, so ungefähr, so das System halt, ne? Gucken sich halt viele an, entscheiden und schicken es dann halt ab. Und sowas halt, so weiter höher du aufsteigst, irgendwann kriegst du dann noch Kontakt zu, dann kriegst du dann noch einen eigenen YouTube-Mitarbeiter hingestellt. Ich glaube, die höchste Stufe, die du haben kannst, hast du dann privat Kontakt zu YouTube und kannst da halt noch an irgendwelchen Beta-Features als erstes testen. Du bist dann YouTube. Ja, du musst dich dann, da gibt es ja bestimmt auch so einen geheimen Zirkel. Da musst du dir YouTube tätowieren lassen. Zum Beispiel. Auf die Eichel. Da kannst du es. Da kannst du dich halt momentan dafür bewerben. Ohne Scheiß. Ob das durchgesetzt wird. Die Illuminaten sind das. Ja. Ob das durchgesetzt wird, das ist jetzt die andere Sache, kam natürlich nicht gut an. Was soll der Scheiß hier? Was ist nur wieder? Wieso stellst du denn deinen Trecker jetzt neben den Trecker, der schon schräg mitten auf dem Platz steht? Ja, die zwei so zusammen. Ja, den waschen, Mann! Ja! Damit man das Rot wieder sieht. Ach, hier. Nee, warte ja, mal, aber wo ist denn das Häcksel-Dings? Hört sich doch gut an, oder? Ist das denn für alle freigeschaltet oder muss man eine bestimmte Abonnentenzahl dafür haben? Nee, okay. Du kannst dich einfach unter heroes.youtube.com meines Erachtens nach, da kommst du auf die Seite, da kannst du dich halt einfach registrieren mit deinem YouTube-Account da und die melden sich dann, wenn sie dich haben. Okay. Wenn sie es denn durchsetzen, weil wie gesagt, es kam halt nicht so gut an. Da stand aber, ich kenne das ja, also ich habe das auch schon gehört jetzt. Und es ist eben so, dass du mindestens 5000 Abonnenten haben musst, Füße. Um dich dort zu bewerben, das ist halt. Ja. Irgendwann werde ich. Nichts gegen dich, aber. Die relativ kleinen Kanäle sind halt uninteressant. Weiß ich nicht. Also ab 5000 Abos dann. Ja. Vielleicht ja, keine Ahnung, 2019 mal oder so. 1800 noch, dann habe ich sie. Wow. Was gibt's denn da? Bei 5000 gibt's ja eine Party hart. Aber sowas von, ich lade jeder Abonnenten bei mir zu Hause ein, dann wird dick gefeiert. Kannst du schon mal Schnittchen für 2 machen. Weil jetzt hast du dir bei 10.000 Abonnenten schon was überlegt? Ach, also Quatsch, nur mal Alter, angenommen, nein. Du würdest die erreichen. Nee. Da willst du mir nichts schenken oder so? Oder irgendwie für mich was veranstalten? Wieso? Mich irgendwo auf einer Sänfte eintragen lassen? Warum? Weil ich dein Mentor bin. Ach so. Wollen wir das dann nachholen bei mir zwischen dir und mir? Wenn das ist veranstalten, draufstellen? Was nochmal? Wollen wir das dann noch nachholen zwischen mir und dir? Hast du was für mich machst? Für 10.000 oder für 5.000, 10.000, 20.000? Also ich glaube, ich habe da nichts von dir gekriegt. Ich kann zwar nochmal in meinem Ja, Buch aber ist aber kein genau. Problem. Ich habe dich gerne mitgenommen. Ich habe deine Mutter gerne mitgenommen. Du Spasti. A steht für abgehoben. Nee, A steht für abgehoben. So. Was hast du... Was, warum denn abgehoben? Weiß ich nicht. Was denn jetzt schon wieder? Was habe ich denn jetzt gemacht? Warum seid ihr denn gleich so aggro, Mann? Echt, ey, ihr müsst mal eure Tabletten nehmen, ey.
Du solltest das jetzt nicht tun. Ich hab was. Tabletten nehmen. Hab ich schon. Du hast noch ab. Ah, okay. Was mache ich? Ich baue noch. Ach so, ich baue noch ab. Ja. Wie geht denn das scheiß Licht hier aus? Und rum. Na, 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 na. Bei und. Oh, jetzt muss ich rendern. Verdammt. 33.000, glaube ich sogar schon. Wenn du es nicht willst, schleppe 33. Hm. Wahnsinn, ey. Die Zeit, die vergeht einfach auf YouTube. Ring, ding, ring, ding, ring, ding. Da, 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 da. So. Eieieiei. So, ne? Oh ja, die YouTube-Videos. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich glaube, Google lässt sich da oder YouTube lässt sich da von seinen Kurs natürlich nicht abbringen. Weil, wie gesagt, vielen gefällt es halt nicht. Gerade in Deutschland große Stasi-Vorwürfe. Wo ich mir so denke, ja. Große was? Ja, ja. Haben viele YouTuber sich da ein Video drüber gemacht. Ja, ist ja so Stasi 2.0 oder die größte YouTube-Schule auf Petze, sowas halt. wo ich mir denke, wenn du da Videos anklickst und so, die werden nicht gesperrt oder gelöscht. Du schickst die einfach nur weiter. Das ist, du meldest einfach nur und du sortierst halt vorher aus, was stimmt, was nicht stimmt. Hat jetzt nicht gerade viel mit Stasi oder Petze zu tun, meines Erachtens nach. Aber ja, da sind halt viele dabei, die halt sagen, ja, das ist doch die Stasi 2.0 oder wer will schon hier YouTube-Petze sein. Ich muss auch sagen, dieses YouTube-Video, also hat ja YouTube das Video da veröffentlicht, diesen Trailer da, hat so 10.000 Likes, 350.000 Dislikes. Lol. Okay. Unbeliebt als COD. Ja, wie gesagt, die... Aber das ist so ungefähr das COD-Verhältnis, oder? Kann das sein? So ungefähr, ja. Gut, ein bisschen mehr Likes, aber... Aber an ApoRed kamen sie leider nicht dran. Oh. Ja. Das ist mein Bruder. Bleib mal ruhig machen. Das Bild kam gut an auf Instagram. Und vom Bart her kann das sogar hinkommen. Boah, was laberst du? Muss halt nur noch dunkel sein. Da, da, ich guck grad mal. Ich finde das Bild ja genial, muss ich echt zugeben. Mhm. Hast du gut gemacht. Danke. Ist immer meine Kreativität. Schließen wir später im Vertrag, kein Problem. 273 Likes hat. Hier wird immer alles direkt mit Vertrag geregelt und Bezahlung. Ansonsten passiert ja gar nichts. Das ist übelst, ne? Es ist nur Geldgeier hier überall, ey. Wo du hinguckst, ey, nur Geldgeier. Ja, pff. Ja, pff. Wir haben halt damals ausgemacht, ne? Ich hab noch nie Geld verlangt für irgendwas. Noch nie. Das ist gelogen. Was? Ich wollte es gerade sagen, mit so einer Aussage musst du aufpassen. Oh. Also das Wort nie. Hab ich immer Geld verlangt? Jetzt Real Talk, meine lieben Freunde. Wisst ihr, wie ich... Ihr fragt ja immer, wie habe ich es geschafft, hier reinzukommen? Das war ganz einfach. Ich habe Tino geschrieben. Hier, ich möchte ganz gerne mitmachen. Tino hat zurückgeschrieben. Alles klar, überhaupt kein Problem. Wir tun so, als wenn wir deine Freunde sind. Hier hast du meine PayPal-Daten. Dort tust du im Monat 35 Euro überweisen pro Aufnahme und im Monat. Und dann kannst du mitmachen. Eigentlich bin ich schon... einfach nur an so einen Schlappschwanz an seinen Eiern und bist dann halt hier mit reingerutscht. Das war's. Hast du Julians Blog geguckt, ja? Nee. Schlappschwanz. Nicht Schlepper. Aber guck mal, schon und zack und schon wird das Video nicht mehr monetarisiert. Danke, Renny. Naja, weil das ja im Durchschnitt so durchgedrückt war. Nein, das stimmt. Tino hat noch nie Geld verlangt. Also zumindest nicht bei mir. Von Renny auch nicht. Und da müsstest du ja bittermütig. Schmerzensgeld. Müsste ich da verlangen. Nein, aber ich habe noch nie. Wollte ich schon mal Geld von dir für irgendwas? Och, das müsste ich jetzt größer überlegen. Aber ich verlange von dir an sich ja auch kein Geld. Für meine Leistung dir gegenüber. Nein, das stimmt. Ja, kannst du aber auch nicht. Nee, Blödsinn. Gibt Leute, die lernen da jahrelang. Weißt du? Die verdienen das Geld nicht. Mach mal eine Woche Pause. Pause. Ich bräuchte mal eine Woche Pause. Wenn du eine Woche Pause fehlen machst, hat er eine Woche keine Thumbnails. Halt dein Maul. Deiner Spasti, ey. Ja, wir haben jetzt heute wieder lieb hier zum Freitag, aber es ist ja auch Freitag, ne? Da kann man ja auch mal ein bisschen die Hose aufmachen. Und steht da hinten im Endeffekt was?
Aber wir sind erstmal fertig, meine Friends. Also von daher, Däumchen da lassen nicht vergessen. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Ne, dran denken jetzt alle zwei Tage nur. Und dann heute Abend noch 20 Uhr auf twitch.tv/McManus. Könnt ihr nochmal ganz kurz zu mir kommen? Ja. Das ist jetzt schon wieder gewählt. Welcher Traktor? Ja. Häcksler oder was? Nein, der. Der hier, hm? Moment, ja. Wie ist die noch? Der hier? Oh. Nein. Da oben bist du doch. Ja, Klaas. Ich bin da. Da. Gute Colli. Ich weiß aber nicht, was? Wolltest du nicht rein oder was? F4. Gucken wir mal, was hier so ist. Oh je, da ging's. Irgendwo ist hier eine Colli versteckt davon. Na egal. Gut. Tschüss. Gut. Bis dann doch. Tschüss. Tschüss.